Es hat nicht sollen sein. Mit hängenden Köpfen nehmen die Kassel Huskies die Silbermedaille vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Bertram Hilgen, entgegen. Das Glück war am Ende einer hervorragenden Saison nicht mehr bei den Kassel Huskies. In der 6. Overtime in Folge auf heimischem Eis haben die Gäste aus Bad Nauheim das bessere Ende für sich. Der würdige Finalgegner aus der Wetterau feiert mit seinen gut 700 mitgereisten Fans die Oberligameisterschaft. Verantwortlich dafür war Brad Miller. Er setzt in der 11. Minute der Overtime zu einem unglaublichen Solo an. Erst verlud er Jan Loboda und ließ dann mit einem sehenswerten Rückhandschuss Benny Finkenrad keine Abwehrchance. Riesiger Jubel bei den Roten Teufeln. Die 6000 Husky-Fans konnten es nicht fassen. Dabei fing das Spiel für die Schlittenhunde an diesem Abend so vielversprechend an. Michi Christ ließ in der 8. Minute die Halle erstmals Kopf stehen. In Unterzahl erzwang Manuel Klinge einen Scheibenverlust von Daniel Ketter. Michi Christ netzt aus kurzer Distanz zur Führung für die Kassel Huskies ein. Die Roten Teufel zeigten sich davon nicht geschockt, übernahmen fortan das Kommando und konnten in der 16. Minute verdient durch Tim May zum 1:1 ausgleichen. Der junge Bad Nauheimer überwand Finkenrad per Rückhand aus dem Gewühl. In der 35. Minute zappelte der Puck wieder im Netz der Kassel Huskies. Wie schon bei ihrem ersten Torerfolg netzten die Gäste aus der Wetterau aus dem Gewühl ein. Joshi Andersen hieß diesmal der Torschütze. Die Kassel Huskies hatten aber schnell die richtige Antwort. In doppelter Überzahl schließt Michi Christ eine schöne Kombination mit der Rückhand zum 2:2 ab. Im letzten Spielabschnitt rückte dann Gästekeeper Thomas Ober in den Fokus. Er brachte die Spieler der Schlittenhunde schier zur Verzweiflung. Mit seinen Paraden hielt er sein Team im Rennen. Unglaubliche Reflexe beim ECN-Torwart. Sven Valenti, Tobi Schwab und Brad Snetzinger konnten beste Chancen nicht in Tore ummünzen. Was jetzt kommen musste, war klar: die Overtime. In dieser Saison haben die Huskies bis dato jedes Playoff-Spiel, das in die Overtime ging, erfolgreich abgeschlossen. Dazu gehörte neben viel Können auch eine Portion Glück. In der 71. Minute war das Glück und das Können auf der Seite von Brad Miller. Mit seinem Solo ließ er Jan Loboda und Benny Finkenrad alt aussehen und vollendete eiskalt per Rückhand zum 2:3. Nach 5 Overtime-Siegen in Folge ziehen die Kassel Huskies somit im ultimativen Finalspiel den Kürzeren. Die Krönung einer tollen Saison bleibt somit aus. Der Vizemeistertitel ist nach diesem dramatischen Ende zunächst nur ein schwacher Trost.